versuche gerade, einen auf spontan zu machen und mal ein Video zu improvisieren und ich merke, wie schwer mir das fällt. Ich habe so, das ist mir heute richtig bewusst geworden, ich habe so einen komischen Umweg in meinem Kopf drin. Immer wenn ich eine gute Idee habe oder irgendwas machen will, ich mache es nie sofort. Ich schreibe es auf meine schäbige kleine bunte To-Do-Liste. Und dann mache ich es am nächsten Tag ganz bewusst. Und ich will immer Zeit einbauen, um vorher nochmal drüber nachzudenken. Was ja eigentlich nichts Schlechtes ist. Es ist ja nicht schlimm. Es ist ja nichts, was ich unbedingt negativ interpretieren sollte. Aber jetzt ist mir aufgefallen, wenn ich mal spontan was machen will, dass ich das gar nicht mehr kann. Dass ich so abhängig nach meiner Überlegtheit bin. Dass ich es gar nicht mehr erst versuche, weil ich denke so, oh, kann so viel schief gehen. Oder mir fallen andere Gründe ein, weil ich glaube, ich irgendwie unterbewusst abhängig davon bin, immer alles zu planen. Gefällt mir kein bisschen. Deswegen mache ich jetzt hier mal proaktiv dieses spontane Video. Sowas hätte ich sonst in irgendein zerfleddertes Tagebuch geschrieben und dann wahrscheinlich nie wieder drüber nachgedacht. Aber ich glaube, wenn ich das jetzt mal in das Video mache hier, dann bleibt es wenigstens ein paar Tage im Kopf und ich kann vielleicht ein bisschen gezielter daran arbeiten. Komischerweise, ich experimentiere schon eine Menge. Also ich versuche immer was Neues in mein Leben zu bringen. Trotzdem, ich mache es immer überlegt. Also ich mache es immer durch so einen Filter, wie durch so ein Sieb. Und da wird mir gerade bewusst, wie abhängig ich davon bin. Gefällt mir nicht. Mal gucken, ob ich das wegkriege.